Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Airport CEO. Unser Flughafen wird ja weiter ausgebaut, denn wir wollen natürlich jetzt hier langsam aber sicher die ganzen Sachen hier auch in diesem Bereich hier komplett miteinander verknuddeln. Und dazu habe ich jetzt zunächst mal angefangen, hier die Sachen anzubauen. Die Sache, die wir auch noch im Hinterkopf haben müssen, ist, dass da unten der Verbindungsweg nicht fertig ist. Da warte ich gerade auf, dass die fertig sind mit Bänke bauen. Und dann bauen die hier den Stand und dann müsste es ja eigentlich wieder funktionieren. Und dann können wir diesen ganzen Kladderadatsch hier auch wegbauen. Dummerweise müssen die jetzt einmal hier hinten rum immer fahren. Aha, das ist alles ein Drama. Ja, wenn man einmal sich verplant hat, dann hat man sich einmal verplant. Der Vertrag läuft noch, da muss man auch mal drauf achten. Und hier ist Rush Hour angesagt. Das ist sehr schön. Denn et yelt muss er hinkommen. So. Okay, dann das Ganze für Commercial Flights. General Aviation gibt es auf den großen nicht. Wir müssen noch die Baggage Bay connecten. Das ist in dem Fall die dritte da oben im Bunde. Zack. 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 Die können wir auch nicht in Betrieb nehmen, weil wir hier den ganzen Baggage Bay Bereich noch gar nicht eingeschaltet haben. So, ansonsten können wir den öffnen. Und dann können wir hier diesen Bereich mal testen, indem wir einfach schon mal zwei, drei Flüge draufsetzen. Moment mal, da müssen wir mal eben natürlich einmal hier liebevoll das Ganze umbenennen in 3, 1 und die was zum Hallo? So, und 3, 2. Okay. Würde gerne nochmal sofort hier. Es ist ja wunderbar, wie viele Flüge wir noch haben. Da zwei Testflüge vom Fliegen lassen. Da müssen wir sofort einen neuen Contract annehmen. Und dann nehmen wir mal. 6, 8 ist zu wenig. 7, 15, 2. So. 7, 15, 2. Das macht den Kunden froh. NAS. So. Kriegen wir da noch welche rein? Na komm, nein, ganz knapp. Oh, ganz knapp. Schade. So, dann haben wir hier jetzt dann direkt morgen früh einmal den kompletten Overkill. Und da bin ich auch mal gespannt, wie sich dann der Flughafen so ein bisschen settelt. Denn wir haben ja im Moment noch das Problem, dass irgendwie jeder Schalter meint, jeden Flug bedienen zu müssen und wir können das nicht zuordnen. Da gab es auch so Kommentare von euch, die gesagt haben, mach das doch so und so, bist du dumm. Nee, lieber Kommentarschreiber, da gab es halt, das geht nicht. Also zum Beispiel Security zuweisen, der soll dadurch und so, das macht das Gate selber und es gibt ja auch Sinn. Weil wenn es das nicht täte, dann So, dann hätten wir auch ein bisschen Chaos auf Flughäfen. Also wo man rausgehen könnte, sollte man schon selber entscheiden. So, dann. Security ist gerade Personal zurückgekommen. Und hier oben, den müssten wir aktivieren. Oh. Check-in-Desk. Fehlt noch, ne? Check-in-Desk fehlt noch. Und da wollten wir für diese Seite, wollten wir die hier alle nehmen. Oh Gott, die müssen wir alle verbinden. Das ist echt blöd, dass ich die so weit auseinandergesetzt habe. So. Das sind die.
sind die. Das sind die. Das sind die. Und Activate. 4 Leute brauchen wir zusätzlich mindestens. Das heißt, wir gehen mal hier auf Personal, Applicants, Adam, Agents. So, da kennen wir ja schon, ne? 1, 2, 3, 4 da oben für das Förderband-Ding. Und dann jeweils für die Flieger nochmal 2. 1, 2. So, eine andere Sache, die ich gerne ansprechen möchte, da könnt ihr mir vielleicht helfen, weil da bin ich mir nicht sicher, ob der Zuschauer recht hatte oder ich. Grundsätzlich gehe ich ja davon aus, dass ich recht habe, weil das brauche ich für mein Ego. Aber vielleicht hat ja auch mal ein blindes Huhn. Jedenfalls hat ein Zuschauer behauptet, wir müssen, wenn das Gepäck rausgeht, hier, da, das eigentlich auch nochmal scannen. Das heißt, wenn das aus dem Flieger rauskommt, soll das auch nochmal gescannt werden. Persönlich halte ich das für Unsinn. Also, von der Beschreibung des Spieles her, ich kann das verstehen, dass man das vielleicht in der Wirklichkeit so machen würde. Aber vom Spiel selber her halte ich es für Unsinn. Was sagt ihr dazu? Möchtet ihr dem Zuschauer antworten? Was sagt ihr ihm? So, hier wird fleißig gewuselt. Haben wir da noch genug Fahrzeuge im Depot? Service Truck ist hier noch drin. Baggage Car wird es, glaube ich, ein bisschen eng, ne? Also da müssten wir vielleicht noch mal ein paar nachkaufen. Jetzt wollte ich aber mal eben einmal hier kurz das noch hübsch machen. Das habe ich nicht vergessen. So. Okay, so, und dann müssen wir diesen ganzen Kram hier aufräumen. Also hier kommt, das passt, der kommt hier rein, wird hier mit dem Rest verknüpft. Hier sind keine Tanktrucks drin. Was hat der für ein Problem? Hm? Was hat er denn? Achso, der... Der kann nicht bedient werden, weil er nicht am... Oh Mann, ich wollte es doch abbauen, nicht hinbauen. Und hier, Gras, komm, ist mir doch egal. So, jetzt mach hin. Oh Mann. So, dann können wir schon mal hier das bulldozern. Das waren ja unsere fantastischen Hilfslinien. Und dann würde ich vorschlagen, lass mal ein bisschen schneller laufen. Und dann so ein bisschen Erkenntnisse bekommen, wie der Rest hier funktioniert. Ansonsten... Die Verträge... Laufen und bringen gut Geld. Gepäckabfertigung, nicht Gebäck, sondern Gepäck, die funktioniert auch. Was machen unsere Pflänzchen hier? Auch schön. So, hier gehen die Service Roads durch. Das soll ja auch so sein, das funktioniert. Sehr gut. Und da können wir jetzt hier die noch verbinden. Und dann die noch. Wir so eine Art recht und linke Spur haben. So. Tank ist voll. Der kann gleich weg, wenn er irgendwann mal betankt wird. Wir brauchen auf jeden Fall noch vielleicht 1, 2 Service Trucks. Das heißt, die würde ich mal eben bestellen. Wo war das schon wieder? Operations. Job Tasks. Nee, wo war denn das? Wo war denn das? Loans, Contracts, Procurement. Genau. So, wir brauchen weitere Trucks für Aviation Gas, ne? Machen nochmal 2. Und 4 weitere Service Cards. So, dann können wir mal hier ein paar Sachen neu erforschen, die wir noch gar nicht kennen. Nämlich zum Beispiel den Trail Scanner. Dafür brauchen wir einen CIO. Was sagt denn eigentlich unser tolles Büro hier? Wir haben doch so viele Schreibtische, aber für einen CIO haben wir gar keinen Platz mehr, ne? Da müssen wir eventuell nochmal kurz... Der ist neu, der kann stehen. so, hier, CIO.
Und so lernen wir noch was Neues kennen. So, was haben wir hier? Der übernachtet hier, okay. Da wird geserviced. Und die Service Trucks stehen hier unten und die anderen, die sollten eigentlich hier oben hin. Es ist verwirrend. Es ist verwirrend. Keine Ahnung, was die sich dabei denken. Achso, wir können die doch gar nicht einstellen. Ne? Das kann doch nicht erforscht werden, kann das sein? CIO und HR Director. Ja, den können wir mal einstellen. Dann können wir mal die Preise ein bisschen ändern. So. Oh, da war doch gerade ein Applicant. Oder nicht? Ich lasse es mal offen. So, was ist mit dem Flug hier? Hat gepasst. 21. Boah. Ja, wir haben es durchgekriegt. Das ist gut. Da kommt ja die neue Ladung. Oder ist das einer von unseren? Keine Ahnung. Aber ich würde mal sagen, wir können dann hier noch mehr aufmachen. Komm, no risk, no fun. Das Problem, was wir hier haben werden, ist die Landebahn. Also die wird komplett zu sein. Komplett. Da gehe ich mal von aus. So, was ist denn jetzt hier mit unserem Personal? Bring kein Personal mehr ran. Das ist ja komisch. So, auf jeden Fall ist jetzt gleich der neue Tag. Also der Tag, wo unser Flughafen komplett überfordert sein wird. Mit dem Checken, ob hier sonst alles richtig ist. Das ist alles angeschlossen. So, und dann geht es hier demnächst weiter. Müssen wir jetzt eben warten, bis der hier fertig ist. Und dann können wir das auch abreißen. Hier wird überall... Warum sind eigentlich die Geschäfte so lange nachts noch auf? Sitzplätze haben wir hier jedenfalls reichlich. Da überlege ich, ob das wirklich so gut ist oder ob wir da zwischen diesen Teilen immer jeweils noch was anderes hinbauen sollten. Vielleicht kann man auch die Check-ins parallel stellen, sodass wir da noch ein bisschen hier nach oben, nach unten andere Platzverhältnisse haben. Also das, ne, so kann man immer ein bisschen weiter verbessern. Ich frage mich immer noch, das hatte ich ja, glaube ich, in einem letzten Video schon angesprochen, was derjenige meinte, welcher sagte, dass, ja, dass es doch komisch, sei, weil ich immer nur auf- und abbaue, das ist ja voll blöd in so einem Spiel, ne? Wenn ich mich dann frage, okay, was soll ich da sonst machen? So, Janitors brauchen wir auch nochmal ein paar neue. Denn der Janitor-Raum, da wo die sich ausruhen können, der ist eigentlich immer leer. So, dann zwei weitere Servicetechniker. CIO können wir nicht einstellen. Warum nicht? So, ein Security fehlt auch noch. Oh, Lindsay Sagerham. Ein Security fehlte, weil da war immer eine ungerade Zahl an Leuten, die hier im Security Office saßen. So, und jetzt geht's nämlich drum. Jetzt kommen nämlich für... Eieiei, jetzt kommen hier für 1, 2, 3, 4, 5, 6 Flüge. Das gucken wir uns jetzt mal genauer an. Kommen jetzt hier die Leute angelatscht. Und beginnen auch schon hier. Der erste ist hier oben 1, 1 und 3, 1. Also wir werden gleich schon auch hier unseren neuen Bereich haben. Ich glaube, da müssen wir noch einen weiteren Dingen aufmachen. Hier sind alle drei besetzt. Hier sind zwei besetzt. Die gehen alle nochmal schiffen. Die vier gehen dahin, das passt. Hier oben ist auch besetzt. Bei den Ramp Agents müssen wir jetzt gucken. Oh, das wird spannend. So, da kommen die ersten Leute.
und stellen sich an. Hier. Hier stellen sie sich an. Die beiden Check-ins sind auf. Hier wurden schon die Leute durchgelassen. Das. Da holen die sich noch was zu essen hier. Sehr gut. Und dann gehen die hier zum Check-in. Diese Schlangen will ich ja mal gucken. Jetzt einmal mit Schlange, einmal ohne. Hier oben auch noch ohne. Das sieht auch eigentlich ganz gut aus. Da ordnen sich die Leute von selber an. Seht ihr? Ja, das ist so ein bisschen ungezwungen. Das ist fast schon besser, würde ich sagen. Wenn ich jetzt hier Schlangen reinbauen würde. Oh, war ja. So, da wäre das Gepäck aufgegeben. Da stimmt was nicht. Hier stapeln sich die Koffer. Seht ihr? Da. Aha. Und da habe ich auch schon den Fehler gefunden. Siehst du, das ist nämlich, wenn man nicht alles in einem Zug macht. So, Underground. Wollen wir da. Ne, wir machen Overground, ne? Zack. Zack. Da habe ich so viel an diesen Check-In-Desk rumgebastelt und genau der, auf den es ankommt, da ist nichts fertig. So. Ich glaube, jetzt sind alle angeschlossen. Die hier noch nicht. Die würden wir beim nächsten Mal wieder vergessen. Hat, glaube ich, jemand in die Kommentare geschrieben. Okay. So, und ich kann auch jetzt nicht mehr schnell laufen lassen, weil das macht das Spiel nicht mit. So, jetzt klettern die da hin, geben ihre Koffer ab, bilden eigene Warteschlangen. Gehen hier oben durch Security, jetzt gehen die Leute für dahin, gehen wir da durch, die anderen gehen wieder da. Also was das, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Hm. Ansonsten, das hier müsste alles richtig sein. Hier, die kommen durch, die Flieger kommen gleich. Ja Leute, und wie das aussieht, ob das alles funktioniert, das seht ihr in der nächsten Folge von Airport CEO. Dann hier im Vollbetrieb. Bis dahin sage ich besten Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen. Schaut beim nächsten Mal rein, empfehlt die Videos weiter, lasst gerne ein Abo und einen Daumen da. Und vielen Dank an diese tollen Menschen. Dieses und viele andere fantastische Videos in meinem Kanal gibt es dank der fantastischen Unterstützer auf Tippi. Schaut doch mal selber vorbei, tippi.com/garderobe und erfahre mehr darüber und über die Belohnung und viele weitere Infos zu diesem Kanal. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung.